Patrick, wir haben jetzt deine Gäste schon befragt. Wo liegen deine Mehrwerte an euren Netzwerkabenden? Ja, also das sind natürlich in erster Linie das Netzwerken an sich. Einfach die Anzahl an Kontakten, die wertvollen Gespräche, die geführt werden und natürlich auch die Wissensvermittlung. Oder wie heute, den Gespräch auch mal mit dem Staatssekretär von Sachsen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, ganz nah an der Politik zu sein, sich mal auszutauschen über aktuelle Themen, die alle bewegen. Klar, natürlich immer neue Impulse, neue Impressionen mitzunehmen. Und ich glaube, das macht unsere Netzwerkabende auch aus. Und klar, die Abwechslung, die es macht. Ne? Und das spiegelt sich natürlich auch in der Vielschichtigkeit der Unternehmer wieder. Das ist einfach jede Branche, jede Größe vertreten und es ist einfach, ja, wie man so schön sagt, ein schöner bunter Haufen, wo man sich auf nette und angenehme Art auf Augenhöhe austauschen kann. Muss man eigentlich Mitglied sein, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen? Und wie findet man in euren Verband rein, wenn man Interesse hat? Ja, also man muss nicht unbedingt Mitglied sein. Allerdings die meisten Teilnehmer sind natürlich Mitglieder. Und man kann auch als Interessent, als Gast ein-, zweimal, dreimal zum Schnuppern kommen. Schaut, ist das was für mich? Passen die Leute zu mir? Passe ich zu den Leuten? Und es muss ja auch Spaß machen und Mehrwerte bringen. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die meisten kommen über Empfehlungen, über solche Veranstaltungen zu uns. Und dann sucht man einfach einen persönlichen Kontakt zu dem Ansprechpartner vor Ort. Kann das Ganze natürlich auch online machen, aber es ist immer verbunden natürlich, das ist unsere Besonderheit auch, immer mit einer persönlichen Betreuung, die vor Ort stattfindet. Dankeschön. Caridio Image und Eventfilmproduktion.